So, es geht weiter mit Dragon Age 2. Endlich. Und ich kann hier das Mysterium von Kirkwall. Text. Aber das ist alles kodexmäßig, wird das ja, wie gesagt, noch alles von uns abgehandelt. Noch ist geplant, dass wir eine extra Aufnahmesession oder ein paar mehr für die Codex-Einträge machen. Mal sehen, ob wir noch weitere Vorkommen finden. So, ach, guck mal, hier ist eine Falle. Ach, der Level Up. Du? Das war leicht. Nee, hier oben doch schon. Das war hier hinten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich die Lautstärke umgestellt hat. Nö, hat es sicher nicht. Gut, dann. Gut zu wissen. So, erstmal ein bisschen verwirren. Dann gehe ich nochmal ein bisschen auf den hier. Bäum, oh boah. Boah, wie viel willst du denn noch suchen? Sowas ist immer schlecht. Das reicht jetzt. Oh, er ist tot. Nein. Er ist doch der Beste, weil er so viel Damage auf dem Hintergrund macht. So, ach, ja, kein Problem. Ach, er heilt sich auch hier. Ach so, er kann sogar selber Heilzauber sprechen. Das ist natürlich cool. Evelyn, du hast noch Cooldown, okay. Dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Du? So. So, ihr. Hallo, wie behindert ist das denn bitte? Ihr alle! Sag mal, ich steppe hier noch mal so einen Lappenkack hier. So, erstmal niesen.
Mann, ey, so oft dürfen die aber nicht mehr sterben wegen der Verletzungsausrüstung. Mal sehen, ob wir noch weitere Vorkommen finden. Ja, hier hinten. Da. Das müsste genügen. Dem Erbauer sei Dank. Dunkelstart. So, müssen wir jetzt ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir zu Anders in seinen Kabuff da. Es war als Kompliment gemeint, so, geh mal weg da, wir wollen sie wieder haben. Und sofort reden sie nicht mal weiter, weil Anders auch einmal instant verschwunden ist. Wir brauchen noch immer Dragostein aus der Knochengrube. Dragostein aus der Knochengrube. Ach ja, richtig, wir müssen ja gegen Drachen kämpfen. Mal wieder wahrscheinlich. Achso. Okay, hier ist nur noch das. Da ist dann nur noch Adelsplan. So, dann holen wir uns noch ein bisschen Dragostein. Es gibt hier Arbeit, aber ich würde sie nicht unbedingt als gewinnbringend bezeichnen. Ich hoffe, die anderen Drachen haben nicht mitbekommen, dass sich hier einiges verändert hat. Seid ihr bereit, hineinzugehen? So bereit, wie ich nur sein kann. Wir müssen an den Seiten nach Dragosteinvorkommen Ausschau halten. Ach man, schon wieder werden wir gezwungen, ihn mitzunehmen. Das sind alles so Quests, die man sich nicht antun muss. Aber jetzt habe ich es nur mal gemacht. Dann schaffen wir das auch jetzt so noch zu machen. Dragostein, achso, da ist... auch wieder so mega viel. Okay, das hat mich jetzt nicht unbedingt erschreckt. Ich hoffe mal nicht, dass jedes Mal, wenn wir solche Sachen aufnehmen, dass dann auch, Drachen spawnen. Da habe ich nicht aufgepasst, dass Varric abgenippelt.
Ah, oh, Warwick, immer musst du verscheißen. Ist nicht schön, sowas. Da dann das Zeug hier noch mitnehmen und dann haben wir hier das. Das hier sieht nach einem Dragostein-Vorkommen aus. Ich brauche nur ein kleines Stück aus dem tiefsten Teil. Weiter drin müssten noch mehr sein. Weiter drinnen müssen noch mehr sein. Muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal hier schwimmen sein, das ist doch. Und jedes Mal kommen noch welche nach. Weiter drin müssten noch mehr sein. Da ist noch ein Heiltrank. Weiter drin müssten noch mehr sein. Gehe jetzt mal nach hier lang. Nach hier lang ist auch geil. Doch bestimmt ist voll die Verarsche von den Entwicklern. Und gleich kommt die Masse an Gegnern auf uns zu. Moment, gehe ich mal so wieder zurück, wie ich hergekommen bin. Wahrscheinlich bin ich zufälligerweise einen Weg gegangen, wo ich keine Gegner trigger. Das ist natürlich super geil. Ich danke euch. Ich hätte nicht einfach irgendjemanden gebeten, sich für mich dort hineinzuwagen. Es gibt noch eine weitere Sache, aber dafür müssen wir uns ungestört unterhalten. Ja, ich muss jetzt noch was suchen, oder was? Ich muss mit dir reden. Und am besten gleich noch die Truppe wechseln, weil mich Andres wieder voll annervt. Dass ich den immer mitnehmen muss. Bei solchen Sachen. Es gibt noch eine weitere Sache, um die ich euch bitten muss, Hawk. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich muss in die Kirche kommen, ohne gesehen zu werden. Würdet ihr für mich mit der obersten Klerikerin sprechen? Und sie lange genug ablenken, damit ich tun kann, was getan werden muss? Ja. Ich werde euch jetzt nicht im Stich lassen. Eure Loyalität ist mehr, als ich verdient habe. Ich verspreche es euch. Was auch geschieht, wird allein mir angelastet werden. Es wird nicht auf euch zurückfallen. Geht zur Kirche und redet mit der obersten Klerikerin. Sobald ich fertig bin, werde ich zu euch stoßen. Okay, dann machen wir das mal.
Gerechtigkeit, ja, das müssen wir machen. Mir keine Quest noch zum Annehmen. Okay, interessant. Konntet ihr einige Kunari-Schwerter finden? Das ist alles, was ich finden konnte. Bringt sie zu mir, wenn ihr noch weitere finden solltet. Verdammt, wir bekommen jetzt leider kein Geld mehr. Wie kommt der? Scheiße, wo ist die Kirche? Da. Wird mir dummerweise nicht angezeigt hier, irgendwie per Plot. Deswegen muss ich die selber finden. Wie groß die Kirche doch ist. Wie wollen sie jemals all diese Banner herunterholen, um sie zu reinigen? Ich werde euch aufsuchen, sobald ich fertig bin. Ich danke euch. Quest aktualisiert. Ihr müsst mich verstehen, Schwester Kolinde. Ich will Enkel. Yatia ist mein einziges Kind und sie wird auch. Ihr habt diese Stadt durch eure Hilfe. Welcher Mann interessiert sich denn für den Charakter einer Frau? Ihr müsst bitte. Ich gucke mich jetzt hier mal ein bisschen um, aber ich glaube nicht, dass es hier irgendwas bringt. Warum ziehst du die Waffe? Aber es sieht nicht so danach aus, als würde ich hier irgendetwas finden, was diese Quest weitermacht. Wobei er hat ja auch gesagt, er wird uns aussuchen. Mal gucken, wenn wir versuchen zu gehen, ob dann was passiert. Achso, wir müssen eh so zu ihnen. Ich werde euch aufsuchen, ja, im Endeffekt gehen wir doch zu ihm. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, wenn ein Geist seine Aufgabe erfüllen kann. Das Warten hat ein Ende. Ich werde endlich für Gerechtigkeit sorgen. Und er jubelt vor Freude. Kein menschliches Wesen kann jemals etwas empfinden, was dieser Verzückung gleichkäme. Ihr macht mir Angst. Ihr klingt, als wärt ihr besessen. Ich bin besessen und ich habe mich nie besser gefühlt. Selbst Gerechtigkeit verneigt sich vor euch für das Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt. Ein Sieg der Magier wird auch euer Sieg sein. Nun gut, klang sehr strange. Mal ernst, wie viele Probleme hast du denn eigentlich noch? Ich möchte, dass ihr dies bekommt. Was ist das? Ein Kissen? Handbesteckt von meiner Mutter.
Es war das einzige von ihr, was ich behalten durfte, als ich zum Zirkel kam. Warum in Andrastes Namen solltet ihr das ausgerechnet mir schenken? Ihr wart mir ein guter Freund, Beric. Ihr solltet euer Kissen behalten, Blondschopf. Ich hoffe, ihr habt darauf noch viele schöne Träume von ermordeten Templern. Hawk, ich hätte nicht damit gerechnet, euch hier anzutreffen. Aber lasst mich die Gelegenheit nutzen, um euch zu sagen, wie sehr ich euch respektiere. Ihr habt zu mir gestanden, obwohl ich euch allen Grund gegeben habe, euch von mir abzuwenden. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Was auch immer geschieht, vergesst es nicht. Ihr wart mir ein guter Freund. Nein, war ich nicht. Und das bedauere ich. Ich hatte gehofft, wir könnten eine bessere Lösung finden, aber Gerechtigkeit und Rache sind zu eng miteinander verflochten. Ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ihr wart mir ein besserer Freund, als ich es mir je erträumt hätte. Also, ich hätte noch ein Level Up gemacht. Achso, aber weil wir ihn nicht benutzen. Na gut. Okay. Jetzt ist aber endlich mal, jetzt hat er endlich mal keine Probleme mehr. Jetzt können wir uns mal den Quests widmen, die noch auf der Map angezeigt wird, weil ich habe jetzt keine Lust, noch irgendeine mal anzufangen, die theoretisch dadurch ausgelöst wird, indem wir irgendein Gruppenmitglied von uns mal befragen. So, wir haben nämlich noch eine hier. Nämlich der Adelsplan, der in einer gewissen Art und Weise mit der Hauptquest in Verbindung steht. Vielleicht kriegen wir dadurch sogar Vorteile. Oder aber es ist sogar die Hauptquest. Hallo Maus, es fängt hier wieder an zu ruckeln. Guck mal kurz, da oben muss ich hin. Hier gibt es Freigetränke für die Wache. Aber wenn man sie annimmt, wacht man später in irgendeiner Gasse auf. Geil. Wir können nicht untätig zusehen, während Meredith die Grenzen mit jedem Schritt weiter überschreitet. Wir werden wieder einen Vicomte haben und Kirkwall heilen. Dieser Weg ist Irrsinn. Die Kommandantin wird uns alle umbringen. Ihr macht euch keine Ehre, Edgert. Sowohl mein Vater als auch mein Großvater sind gefallen, als sie Kirkwall gegen Aggressoren verteidigten. Meredith ist nichts anderes. Hawk, Lady Selbrecht, mein Schwert gehört euch. Ich habe euch gewarnt. Also, ich möchte mal kurz etwas in den Raum werfen. Und zwar, die Person mit dem Bart, die aber gesprochen hat, wie jemand weiblich ist. War das so gewollt oder haben die Entwickler irgendwie der Person eine falsche Stimme gegeben? Weil das klang so falsch oder sah zumindest falsch aus. Sir Edgard, der Hund. Hammer geil. Du Hund! Los, Sir Edgard! Die sind übermächtig. Achso, der darf nicht sterben, scheinbar. Oder einfach nur steht da rum. Sie sind übermächtig.
Boah, Verletzungsausrüstung. Immer gern gesehen. Ich guck mal kurz ins Inventar. Ist ein bisschen komisch jetzt mitten im Kampf, aber ich würde doch gerne mal wieder ein bisschen Bullshit aussortieren. Boah, wie ich diese Fähigkeit mag. Die ist cool. Wie ich Varric hasse. Der ist voll schlecht. Sie sind übermächtig. Die sollten aber kein Problem sein. Dieser Bogenschütze sollte vielleicht mal drauf gehen. What the fuck? Quest absolviert, alles klar, das war's, okay. Das heißt, dass es vielleicht sogar mit der Hauptquest verknüpft ist, falls wir irgendwann gegen Kommandant Meredith kämpfen müssen, würde das, so wie ich es verstanden habe, bedeuten, dass wir eine kleine Armee noch bekommen. Das finde ich ganz gut. Oh, Varric war ja tot. Hey, was mache ich denn da? Sarah. Aber wir haben ja hier wieder so Verletzungsausrüstung bekommen. Dann ist es kein Problem. So, das heißt, wir haben jetzt auf der Map, müssten wir jetzt keine Quests mehr haben, außer die Story-Quest. Und in den Gebieten findet sich auch gleich noch diese Kräuter-Quest, Kräuterkunde-Quest. Machen wir die erstmal weiter und wir können ja immer noch mal, also es läuft uns ja nicht weg, hier die ganzen Geschichtsquests von den ganzen einzelnen Charakteren machen. So, erstmal geben wir. Moment, wo ist denn hier das andere? Tempelhalle, achso, das ist das mit Kommandant Meredith. Willkommen zurück, werter Freund. Dank euch war mein Geschäft noch nie so gut sortiert. Obgleich ich nicht wüsste, was ihr noch für mich suchen solltet, könnt ihr mir gerne jedwede seltene Zutat bringen, auf die ihr stoßt. Ich wäre mehr als froh, etwas nur für euch herstellen zu dürfen. Das ist das Mindeste, was ich für den Champion von Kirkwall tun kann. Ja, und was ist das mit der Kräuterkunde-Quest? Habe ich die jetzt abgeschlossen? Ich habe diese Feuerdrüse direkt vor der Stadt einem hohen Drachen abgenommen. Ihr habt einen hohen Drachen getötet? Unfassbar! Zeigt mir diese Feuerdrüse einmal. Könnt ihr daraus irgendetwas machen? Diese Feuerdrüse ist ein bemerkenswertes Exemplar. Wartet hier, ich weiß genau, was ich daraus herstellen werde. Und was? Wenn er bestimmt sagen. Es ist ganz wunderbar geworden. Eines Champions würdig. Hoffentlich könnt ihr etwas damit anfangen. Quest absolviert.
So, jetzt haben wir nur noch als Hauptquest, was haben wir denn als Hauptquest? Also auf der Flucht und der letzte Strohhalm. Gut. Das hat scheinbar mit der auf der Flucht zu tun. Spricht mit Kommandant Barriss in der Templarhalle in der Galgenburg. Da vorne ist sie. Die Zeit ist aber leider um. Das heißt, erst beim nächsten Mal geht's weiter.